Also ich möchte einige philosophische Gedanken beisteuern, also ein Bruch formal und auch inhaltlich gegenüber dem vorausgegangenen Vortrag zur Frage, ob es eine Art ethische Dimension der Internettechnologie oder vielleicht noch etwas verallgemeinert der Informationstechnologien, wie wir sie unterdessen haben, gibt oder nicht. Und ich werde das sehr philosophisch anlegen. Immer dann, wenn Frau Dr. Maveia eine Tagung macht, ist sie ja interdisziplinär angelegt. Das heißt, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven wird hier vorgetragen. Das heißt, Sie müssen sich darauf einstellen, dass das auch einigermaßen philosophisch wird. Ich nehme an, dass viele von Ihnen mit den technologischen Hintergründen so gut vertraut sind, dass man hierzu nicht viel sagen muss. Das können wir dann vielleicht in der Diskussion ein bisschen vertiefen und ich bin sicher, es gibt auch eine ganze Reihe von Kontroversen. Ich habe mir das gegliedert in drei Teile, nämlich erstens in die Frage, was ändert sich überhaupt durch neue Informationstechnologien, jetzt mal speziell das Internet. Zweiter Teil dann ethische Aspekte dieser Veränderungen und dritter Teil sozusagen in der großzügigen Auslegung von Ethik als Politik umfassend. Welche politischen Aspekte ergeben sich da? Inhaltlich sind diese beiden Dinge natürlich eng miteinander zusammenhängend, sodass man sie nicht sauber trennen kann. Also ich möchte zunächst mit einigen durchaus ketzerischen Bemerkungen beginnen zur Frage, was ändert sich durch das Netz? Man kann sagen, es gibt von Anbeginn, und das ist nicht typisch für diese Technologie, sondern für jede Technologie, soweit wir das technikhistorisch zurückverfolgen können, zwei charakteristische und zugleich konträre Reaktionen auf neu aufkommende Technologien. Zugespitzt kann man sagen, das sind die Euphoriker auf der einen Seite und die Apokalyptiker auf der anderen. Es taucht eine neue Technologie auf, sie weckt Ängste bei denjenigen, die Sorge haben, etwas Vertrautes zu verlieren, und sie weckt Hoffnungen auf eine ganz andere, viel bessere Welt bei den Euphorikern. Boshaft formuliert sind beide Reaktionen hysterisch und ich versuche hier gewissermaßen einen sachlichen Mittelweg zu gehen und deutlich zu machen, dass beide irren. Ich glaube, im Rückblick auf einige Jahrzehnte der Entwicklung dieser Technologien kann man das ganz gut sagen. Ich will in dem Zusammenhang einen Sprachgebrauch kurz problematisieren, der sich ursprünglich ein bisschen ironisch, aber unterdessen schon mehr oder weniger ernsthaft eingeschlichen hat, nämlich der Sprachgebrauch, der zwischen Digital Natives und Digital Immigrants unterscheidet. Und alle jungen Eltern mit Kindern wissen, von was die Rede ist. Ja, das heißt, oder auch Lehrer, die dann die schöne Aufgabe haben, vom Kultusministerium doch die neuen Informationstechnologien einzuführen und leider frustriert feststellen müssen, dass ihre Zöglinge das meistens sehr viel besser beherrschen als sie selbst. Oder jetzt ein bisschen Netzbeschmutzung, die IT-Abteilungen großer Verwaltungen, wie zum Beispiel einer großen Universität, die ohne die studentischen Hilfskräfte längst zusammengebrochen wäre. Und auch da ist etwas unklar, wer eigentlich wem was beibringt. Also insofern ist da ja was Richtiges dran. Die einen wachsen auf mit einer Technologie, die anderen müssen das mühsam lernen. Und doch ist es in einem bestimmten Sinne grundfalsch. So grundfalsch, dass man sich wundert, wie dieses Bild sich so lange halten konnte. Ich meine, irgendwer muss ja irgendwann den Gebrauch dieser Technologien gesellschaftlich, kulturell etabliert haben. Wer war denn das? Naja, nennen wir sie die Digital Pioneers. Das sind ja diejenigen, die mit Atari und so weiter und mit schrecklichen Kämpfen am Anfang, ich erinnere mich, wie ich als Sprecher der Assistentenschaft des Geschwister-Scholl-Instituts den Vorschlag machte, dem Geschäftsführer damals, das war in den 80er Jahren, doch für jeden Lehrstuhl einen Rechner anzuschaffen, was mit höhnischem Gelächter quittiert wurde, wer denn sowas in dieser Zahl auch noch bräuchte und ob nicht ein Rechner pro Institut genügen müsste. Also das waren so die Kämpfe des Anfangs und die wirklich permanenten technischen Probleme und Problemchen, die ja ganz andere Dimensionen hatten als heute, wo das sehr viel weiterentwickelt ist, bei der Einführung dieser Technologien und der schrittweisen Veränderung der Wissenschaftskommunikation, die war ja Vorgänger, das war ja diejenigen, die als Erste nach dem Militär sich dieser Technologien bedienten. Das Ganze ist eine militärische Erfindung, das sollte vielleicht auch nicht ganz aus den Augen
verloren werden, um die Zweitschlagskapazität zu sichern. Das ist der Hintergrund, der Motivationshintergrund für den Aufbau der Internettechnologie. Das sind oft dieselben, die sich dann schwer tun, auf dem letzten Stand der technologischen Entwicklung zu bleiben, aber die haben gewissermaßen diese ganze Technologie erst eingeführt und kulturell durchgesetzt. Also zurück zu dieser Gegenüberstellung von Apokalyptikern und Euphorikern. Das Ganze hat eine philosophische Tiefendimension und ich nenne das mal den Technizismus, die technizistische Ideologie. Die besagt ungefähr Folgendes: Je nachdem, welche Technik wir verwenden, führt dies zu einer völligen Neuformierung der menschlichen Lebensform. Die Technik bestimmt die menschliche Lebensform. Wenn man etwas genauer hinschaut, hat diese These einen marxistischen Ursprung. Denn was ist denn der Motor der Geschichte für Marx? Naja, Technik. Genauer gesagt, die Produktivkraft. Die Produktivkräfte wirken ein auf die Natur, verwandeln Naturgegenstände in Gebrauchsgegenstände, in Gebrauchswerte. Und dieses Einwirken hat eine sozusagen eingebaute Dynamik. Die ist nicht etwas, was ein historisches Additum ist, etwas, was historisch Menschen hinzufügen, sondern dies liegt an der Technik selbst. Das ist diese Mystifikation im marxistischen Denken. Die Produktivkräfte treiben aus sich selbst voran und sind daher der eigentliche Motor aller Geschichte. Das ist der marxistische Kern dieser Theorie. Die Produktionsverhältnisse dagegen haben eine beharrende Tendenz. Sie nutzen die Produktivkräfte dann in der Form der jeweiligen Produktionsverhältnisse und die Eigendynamik der Produktivkräfte führt am Ende dazu in der marxischen Geschichtsphilosophie, dass die Produktionsverhältnisse gesprengt werden durch eine Revolution, sich neue, dem jeweiligen Stand der Produktivkräfte angemessenere Produktionsverhältnisse, also Eigentumsverhältnisse, etablieren und Verhältnisse in der Produktion von Gegenständen. Und dann kommt irgendwann wieder eine Phase, in der der Konflikt zunimmt zwischen der Eigendynamik der Produktivkräfte und der Beharrungstendenz der Produktionsverhältnisse und dann kommt es wieder zur sozialen Revolution. Das ist nicht allen Vertretern des Technizismus bewusst, dass sie letztlich eine Abart marxistischer Ideologie vertreten. Im Kern und auf die Spitze getrieben, etwa bei Kittler, besagt dann diese Ideologie, es gibt keine Conditio humana, es gibt nichts, was sich durchhält über die Veränderungen der Produktivkräfte, sondern die jeweiligen technischen Bedingungen der menschlichen Existenz definieren, was Menschsein eigentlich ausmacht. Dass der soeben Genannte dann auf seine alten Tage zur Vorsokratik und zur griechischen Klassik zurückkehrt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, aber ist gewissermaßen der Versuch wahrscheinlich auch, die nihilistischen Implikationen, die diese Sichtweise letztlich hat, abzuschwächen. Diese technizistische Sichtweise wird oft verbunden mit einer radikal idealistischen. Das heißt also, die Welt als solche gibt es nicht. Das ist ja die These der Realisten. Es gibt eine Welt, die in einer bestimmten Hinsicht jedenfalls unabhängig ist von denjenigen, die sich mit dieser Welt auseinandersetzen, die diese beobachten oder darüber Theorien bilden. Die Welt ist nicht das Ergebnis von Theorien allein. Mag sein, dass es keine neutrale Beschreibung der Welt gibt. Jedenfalls ist die Welt kein epistemischer Zustand. Das sagen die Realisten. Und die Idealisten sagen, die Welt ist ein epistemischer Zustand. Die Welt ist nichts anderes als ein Wissenszustand von wem und was auch immer. Wenn man diese beiden Perspektiven miteinander verbindet, Technizismus und Idealismus oder wie das heute meistens heißt, Konstruktivismus, dann ergibt sich in der Tat eine Sichtweise, wonach die Eigendynamik der technischen Entwicklung alles Normative jeweils neu erfindet oder auch irrelevant macht.
Ich glaube, dass diese technizistische Auffassung falsch ist und will das jetzt mit einigen eher pragmatischen Überlegungen kurz deutlich machen. Manche sprechen ja vom Untergang des Gutenberg-Zeitalters durch die neuen Informationstechnologien. Dahinter verbirgt sich ungefähr folgende Konkretisierung. Das Gutenberg-Zeitalter beginnt mit der Möglichkeit des Buchdruckes, Übergangsphase die Inkunabeln und dann eben das Massenprodukt Buch. Erstmal doch ein Eliteprojekt, aber dann auch zunehmend Massenprodukt, jedenfalls dann, wenn es so wichtig ist wie die Bibel. Und die These lautet, damit wird eine Schriftkultur etabliert, die eine alte, an Bildern orientierte Kultur ablöst und die erst durch diese Fokussierung auf die reine Schrift eine bestimmte Art, eine bestimmte Logik des öffentlichen Diskurses und dann der Entstehung der Wissenschaften zulässt. Das Ende des Gutenberg-Zeitalters soll dann besagen, wir sind wieder dabei, eine Art ikonografische, eine Bilderkultur zu etablieren, die die alte Schriftkultur hinter sich lässt und damit die alten Formen auch der Logik, auch der kommunikativen Interaktion obsolet macht. Da ist mehreres irritierend. Erstens ist irritierend, dass die Wissenschaftsgeschichte sich nicht nach diesen Epochenbrüchen entwickelt. Die Wissenschaftsgeschichte zeigt zweifellos Brüche auf, auch Neuformierungen, aber sie sind erstaunlich unabhängig von diesen technischen Revolutionen. Mit dem Buchdruck ändert sich für die Wissenschaft erstmal so gut wie nichts. Verbessert sich die Kommunikationsmöglichkeit selbstverständlich und das Buchwissen nimmt zu und die mühsame Arbeit des Abschreibens von Mönchen in Klöstern spielt keine Rolle mehr oder nicht eine so zentrale Rolle mehr wie zuvor. Aber das sind eher marginale Veränderungen, Verbesserungen der wissenschaftlichen Kommunikation, aber sie verändern den Inhalt des wissenschaftlichen Gedankenaustausches nach meiner Einschätzung so gut wie nicht. Gut, das könnte man jetzt ein bisschen näher erläutern, aber ich würde mal sagen, ein ernster Epochenbruch ist viel eher die italienische Frührenaissance mit ihrer Wiederentdeckung antiker Denkfiguren, antiker Texte. Das ist ein wirklicher Kulturbruch in den Wissenschaften, während die Erfindung des Buchdrucks eine relativ geringe Rolle spielt. Gleiches gilt jetzt für die aktuelle große technische Revolution der Kommunikation. Es ist bislang nicht erkennbar, dass die Möglichkeiten der Internetkommunikation die wissenschaftlichen Kommunikationsformen, natürlich die Art und Weise der Verbreitung von ja, aber nicht die Inhalte, die Argumentationstypen, die Rechtfertigungsfiguren und Ähnliches in irgendeiner Weise geändert hätten. Also auch da, glaube ich, ist das eine massive Überzeichnung zweifellos vorhandene Einflüsse technischer Veränderungen auf Interaktions- und speziell Kommunikationspraxis. In der eher verballhornten Form von Firmenpräsentationen und Ähnlichem, auch von Aufforderungen der Wirtschaft an die Bildung, nimmt dann diese These der veränderten Kultur durch das Internet etwa die Gestalt an, dass wir unterdessen in einer Wissensgesellschaft lebten, was wir zuvor nicht getan haben und dass das Bildungswesen als Ganzes sich auf diese neue Herausforderung der Wissensgesellschaft der Zukunft einzustellen hat. Interessant dieser Begriff. Zu Wissen gibt es nun einiges an philosophischer Klärung seit 2500 Jahren. Und wenn man diese Klärung etwas im Hintergrund hat, dann muss man diese Charakterisierung vehement zurückweisen. Was richtiger wäre, wäre der Begriff Datengesellschaft. Meinetwegen Informationsgesellschaft. Datengesellschaft, Informationsgesellschaft, aber nicht Wissensgesellschaft. Wissen ist vielleicht einer der am intensivsten philosophisch diskutierten Begriffe. Und
wenn man ihn in dieser Substanz, wie er seit Platons Theaetetos-Dialog versucht wurde zu klären, und diese Substanz ist weitgehend unbeschadet geblieben, mit einer Ergänzung durch Gettier in den 1960er Jahren, einer wesentlichen Ergänzung von Gettier, dann ist Wissen jedenfalls nicht eine Überzeugung, die mit der Realität übereinstimmt. Wenn jemand von Ihnen mir die Ziffern der nächsten Lottoziehung jetzt hier nennt oder prognostiziert und ich antworte, das können Sie aber nicht wissen, dann ist diese Frage oder dieser Einwand, das können Sie aber nicht wissen, wenn Sie behaupten, ich weiß die nächsten Lottozahlen, auch dann richtig, wenn am Ende genau diese Lottozahlen gezogen werden. Abweichende Meinungen können nur Esoteriker vertreten, die ernsthaft glauben, man könne die Lottozahlen vorhersagen. Oder jetzt präziser in den Formulierungen des Theaetetos-Dialoges: Niemand kann einen guten Grund für die Überzeugung haben, dass das die Lottozahlen der nächsten Ziehung sind. Es gibt keine Möglichkeit, einen rationalen guten Grund für die Überzeugung zu haben, ich weiß die Lottozahlen der nächsten Ziehung. Wenn dem so ist, ist es irrelevant, ob am Ende diese Lottozahlen rauskommen oder nicht. Jedenfalls wusste die Person es nicht. Oder in anderen Worten, Wissen ist nicht lediglich wahre Meinung, das ist angelehnt an den Theaetetos-Dialog, sondern Wissen ist wohlbegründete, ich füge hinzu, objektiv gut begründete, objektiv in Klammern, darüber können wir dann noch streiten, objektiv gut begründete wahre Meinung, Komma, mit einer Qualifikation, die leider notwendig ist, seitdem Gettier gezeigt hat, dass diese beiden Bedingungen noch nicht ausreichen, um von Wissen zu sprechen. Ich bringe gleich das Beispiel. Diese Qualifikation muss hinzutreten und die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, wie man diese präzise fassen sollte, obwohl dieser Text nun auch schon über 50 Jahre zurückliegt. Ich will das Beispiel von Gettier kurz bringen, das heißt, ich bringe nicht das Beispiel von Gettier, sondern ein etwas gefälligeres und leichter zugänglicheres. Angenommen, Sie sind auf einer griechischen Insel und wollen zurück zum Festland, um dann eben zurückzufliegen in Ihre Heimat. Und die Schiffsverbindungen sind, was die zeitlichen Abfolgen angeht, nicht so ganz zuverlässig und manchmal auch eher unzuverlässig, um jetzt bei einem Klischee zu bleiben. Und deswegen bleiben Sie erstmal im Fenster Ihrer Pension stehen, schauen runter, bevor Sie die Koffer packen und zum kleinen Hafen gehen, kleine griechische Insel, und schauen, kommt das Schiff tatsächlich an oder kommt es vielleicht wieder 4 Stunden später oder gar nicht. Und schauen also raus und Sie sehen ein Schiff 20 Minuten oder Viertelstunde vor der prognostizierten Ankunft dieses Schiffes im Hafen. Wunderbar, packen Ihre Koffer, gehen runter in den Hafen, besteigen das Schiff, fahren zurück. Klar, Sie wussten, dass das Schiff kommt, weil Sie haben ja gesehen, dass das Schiff kommt. Und Sie hatten recht, das Schiff kam pünktlich. So. Dann stellt sich im Nachhinein heraus, Sie haben das richtige Schiff bestiegen, Sie sind zur rechten Zeit abgefahren, das Schiff ist pünktlich gekommen, alles war. Nur leider, das Schiff, was Sie vor 20 Minuten vorher gesehen haben, war nicht dieses Schiff, sondern war ein anderes. Das Problem an diesem Beispiel ist, Sie hatten einen guten Grund, weil so häufig kommen da Schiffe nicht in die Nähe der Insel. Sie hatten einen guten Grund zu der Annahme, dass dieses das Schiff ist, was Sie erwarten. Sie hatten einen objektiv guten Grund. Die Wahrscheinlichkeit, kann man auch mit wahrscheinlichkeitstheoretisch versuchen, in den Griff zu bekommen, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein anderes Schiff handelt, war verschwindend gering. Sie haben außerdem noch recht gehabt, also wohlbegründete, wahre Meinung, aber irgendwas stimmt nicht. Und was da genau nicht stimmt, darüber ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen. Also viele sagen, es muss außerdem noch der angemessene Kausalnexus bestehen zwischen dem, was mir einen Grund gibt, und der Tatsache, bezüglich derer ich eine Überzeugung habe. Ja, das ist die kausale Erklärung dieser Problematik, aber es gibt auch andere Erklärungen. Also das ist Wissen. Und das scheint nun eine ganz abstrakte philosophische Frage zu sein, ist das der adäquate Wissensbegriff oder nicht? Ich glaube, im Kern kann man ihn nicht wirklich bezweifeln, aber wie wir gleich sehen werden, er ist hochrelevant für unsere Thematik. Bloße Daten konstituieren noch kein Wissen.
Daten werden zu Wissen nur über den Umweg eigener guter Gründe, überzeugt zu sein, dass diese Daten einen Grund geben, an dieses oder jenes zu glauben oder dieses oder jenes für richtig zu halten. Mit anderen Worten, in einer Gesellschaft, die im Unterschied in der Tat zu früheren Phasen der Gesellschaft dadurch charakterisiert ist, dass sie Daten fast zu null Kosten, abgesehen mal von der Zeit, ja, des Suchprozesses und der Energie, die da auch gebraucht wird, aber im Großen und Ganzen fast zu null Kosten eine riesige Datenmenge zur Verfügung stellt, und zwar jetzt mal idealisierend allen zur Verfügung stellt, die sich für diese Daten interessieren, ist ipso facto noch keine Wissensgesellschaft, sondern allenfalls eine Daten- oder Informationsgesellschaft. Wissensgesellschaft wird sie erst dadurch, dass die Inferenzen, die rechtfertigenden Beziehungen zwischen Daten, Theorien, Hypothesen, Überzeugungen eben diese Datenvielfalt so strukturieren, dass die einzelne Person jeweils einen guten Grund hat für eine Überzeugung, die außerdem noch wahr ist. An der Stelle ist ein ökonomisches Paradoxon nicht ganz unwichtig. Im Grunde ganz banal und allen Wirtschaftshistorikern wohl vertraut. Die Tatsache, dass zum Beispiel zunächst mit der Dampfmaschine und dann mit anderen technischen Apparaturen eine Produktivitätsexplosion, muss man ja geradezu sagen, in der Frühzeit der Industrialisierung in Europa eingesetzt hat, verschiebt radikal die Gewichtungen großer Sektoren der Wirtschaft. Im Mittelalter, auch noch in der frühen Neuzeit, waren über 90% der Bevölkerung damit beschäftigt, Grundbedürfnisse nach Nahrung, insbesondere Kleidung und Behausung, bereitzustellen und zu realisieren. In dem Moment, wo die beginnende Industrialisierung es ermöglicht, mit einem weit, weit, weit geringeren Aufwand Massenprodukte, Produkte in großer Anzahl, normierte Produkte herzustellen, werden diese Bereiche, die vorher unter großem Aufwand erst bereitgestellt werden konnten, relativ in der Gesamtökonomie unwichtiger. Sie treten immer mehr zurück. Wenn wir sie zwei Sektoren haben, in einem Sektor gibt es einen hohen Produktivitätsfortschritt und im anderen einen geringeren Produktivitätsfortschritt, dann gibt es grob gesagt, das ist natürlich jetzt eine auch problematische Vergröberung, zwei Möglichkeiten. Entweder der Sektor geringerer Produktivität verschwindet oder das Gewicht dieses Sektors nimmt zu, weil der Bereich, in dem der Produktivitätsfortschritt groß ist, der Aufwand und dann am Ende auch die Kosten, um diese Güter zu erwerben, immer weiter zurückgehen, immer billiger wird. Die Informationstechnologien der letzten Jahrzehnte sind ein drastisches Beispiel für diesen Prozess, dass die rasche Entwertung von Hardware-Produkten durch diesen technischen Fortschritt ist ein Beispiel dafür und die monetäre Entwertung, die rasante monetäre Entwertung dieser Produkte. Also so kann man insofern etwas verallgemeinert sagen, dadurch, dass die Daten so leicht verfügbar sind und in einem solchen gigantischen Umfang verfügbar sind, verlieren Daten ihren Wert. Ja. Das ist eine Herausforderung des Bildungswesens, weil man kann sagen, unser ganzes Bildungswesen, was relativ träge ist in Anpassung an veränderte Herausforderungen, spiegelt noch eine Zeit wider, in der die Verfügbarkeit von Daten eben weit schlechter vorhanden war und deswegen, dass die Abrufbarkeit von Kenntnissen des Einzelnen und der Einzelnen viel wichtiger war. Das bildet sich immer noch ab. Ja? Und entsprechend ist dort unnötiger Ballast, während die Begründungsfragen, die Fragen nach dem Wissen, an Bedeutung gewonnen haben. Auch das hat jetzt nochmal eine Tiefendimension. Woher wissen wir philosophische Tiefendimensionen? Woher wissen wir eigentlich
so wird er dann meistens gefragt, die Realisten werden so gefragt, woher wissen wir denn, was eine wahre Meinung ist? Die Antwort ist, naja, wir wissen es eigentlich nie. Das heißt, jede Begründung ist immer hypothetisch. Oder nochmal anders formuliert, vernünftige Realisten sollten zugleich Fallibilisten und auf keinen Fall Zerrtisten sein. Ja? Sie sollten immer davon ausgehen, dass die auch wohl begründetste Überzeugung falsch sein kann. Wenn ich Realismus mit Zerrtismus verbinde, lade ich mir ein Problem auf, an dem sich die Philosophie und die Wissenschaftstheorie der letzten 300 Jahre in Europa und weltweit die Zähne ausgebissen hat. Nämlich, was sind eigentlich, wo ist das, wie die mittelalterlichen Philosophen das genannt haben, das Fundamentum inconcusum, das unerschütterliche Fundament, von dem aus ich alles Wissen begründen kann. Bei Descartes, ja, sind das bestimmte Vorstellungen, also dieses berühmte Cogito, aber auch der wohlwollende Gott, von dem aus alles aufgebaut werden muss. Die logischen Empiristen sagen, klar, das sind unsere Sinnesdaten in der ersten Phase. Später sagen sie, es sind klar, es sind die Protokollsätze. Ich sage mal, alles Humbug. Ja, alles Humbug. Keine dieser fundamentalistischen, ich meine jetzt im Sinne von Foundationalist, nicht im Sinne von Fundamentalist, Foundationalist. Keine dieser fundamentalistischen Konzepte, die jetzt 300 Jahre lang in immer wieder neuen Anläufen die Philosophie und Wissenschaftstheorie beschäftigt haben, hat sich bewährt. Das heißt, Überzeugungen, auch die bestbegründeten, können falsch sein. Wir sollten Fallibilisten bleiben. Es gibt kein Kriterium, was mir eindeutig und zweifelsfrei sagt, was richtig und falsch ist. Umso wichtiger ist Urteilskraft. Und diese Urteilskraft ist nicht einfach ein individuelles Phänomen. Ich hatte immer wieder die Frage beschäftigt, was Individuen unterscheidet hinsichtlich dieser besonderen Fähigkeit. Das ist eine bis heute mich beschäftigende Frage, die ich nicht wirklich beantworten kann. Nach meinem Eindruck will ich nur mal ein paar negative Antworten geben. Es hängt natürlich auch mit Intelligenz zusammen. Aber Intelligenz allein sichert keine Urteilskraft. Es gibt hochintelligente Menschen, die offensichtlich an einem dramatischen Mangel an Urteilskraft leiden. Schon daran erkennbar, dass sie alle paar Wochen ihre Meinungen fundamental ändern. Es hängt auch mit Bildung zusammen, aber nicht so eng, dass ein hinreichendes Maß an Gebildetsein zwangsläufig, gebildet sein jetzt im Sinne von, ich habe bestimmte Fähigkeiten, Argumente zu entwickeln, ich habe mich mit Theorien beschäftigt, ich habe an bestimmten Gebieten meine Gedankenkraft ausprobiert und so weiter. Formale Bildung insbesondere, die ist in vielen Fällen hilfreich, aber auf keinen Fall ausreichend, um Urteilskraft zu sichern. Dennoch oder gerade deswegen würde ich sagen, Urteilskraft auszubilden ist das zentrale Bildungsziel. Das zentrale Bildungsziel, nicht Kenntnisse, nicht Daten sammeln und so weiter, sondern eben Urteilskraft ausbilden. Und Urteilskraft ausbilden heißt individuell, aber vor allem auch kollektiv, und da entstehen die Probleme, Gründe abwägen zu können, deliberieren zu können, Deliberation, jetzt sozusagen als Terminus technicus, Deliberation als die wirklich unterdessen durch die neuen Informationstechnologien massiv aufgewertete Bildungskompetenz, die wir meines Erachtens ins Zentrum stellen sollten. Eine Bemerkung zu diesem Unterschied zwischen individuell und kollektiv. Was ist gemeinsames Wissen? Eine banale Form von gemeinsamem Wissen ist, 7 Leute, für die gilt, jeder dieser 7 Leute weiß, dass P der Fall ist. Was nichts anderes heißt, wie wir gesehen haben, als sie sind überzeugt, dass P der Fall ist, P ist wahr und sie haben gute Gründe für P. Das ist eine simple Form, eine banale Form von gemeinsamem Wissen, aber nicht die wirklich interessante. Nehmen wir ein zweites Beispiel. 7 Leute wissen, wie eine bestimmte technische Apparatur funktioniert. Das kann ich auch sagen, wenn keiner weiß, wie sie funktioniert. Sondern jeder von diesen 7 weiß, was in dieser Hinsicht oder in jener Hinsicht oder in der dritten Hinsicht, in dieser Situation, jeder Hinsicht,
in jener Situation getan werden muss, um diese technische Apparatur zu handeln. Und alle wissen, wer was weiß, also entsprechend arbeitsteilig dann mit dieser Apparatur umgegangen wird. Niemand weiß, wie ein Kernkraftwerk funktioniert oder auch etwas weniger komplexe Systeme. Aber es gibt ein kollektives Wissen im günstigsten Fall, wie es funktioniert. Und dieses kollektive Wissen besteht nicht darin, dass alle wissen das, sondern dass alle etwas wissen und die Zusammensetzung dieses Partialwissens zusammen ein relativ umfassendes Wissen ist, A, und B, dass jeder weiß, was der andere weiß. Ohne diesen Zusatz, ohne diese Replikation, wie David Lewis das nennt, ohne diese Replikation überhaupt kein gemeinsames Wissen. Ich würde sogar so weit gehen, wenn 7 Personen alle wissen, dass P, haben sie kein gemeinsames Wissen von P. Sondern erst wenn A, alle wissen, dass P, und B, ich weiß, dass du weißt, dass P, und du weißt, dass ich weiß, dass P, und so weiter. Ohne Replikationen kein gemeinsames Wissen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie komplex das wird, wenn man das genauer analysiert. Wir haben Kompetenzgefälle. Wenn 2 sich nicht einig sind, wie das Kompetenzgefälle ist, beide meinen, ich bin kompetenter als du, beide das meinen, dann haben sie Schwierigkeiten, gemeinsames Wissen auszubilden. Wenn sie dagegen dieses Kompetenzgefälle wechselseitig anerkennen und es gewisse Konvergenzen aufweist, dann können Prozesse der Kommunikation oder Deliberation in Gang kommen, die den Wissenszustand, den gemeinsamen Wissenszustand dieser 2 Personen verbessert. Das heißt bei Platon übrigens Sophrosyne, nicht? Als 3. Kardinaltugend, das ist genau gemeint in meinen Augen von Platon mit der Sophrosyne. Und ein moderner, mehr formal arbeitender, mathematisch, entscheidungstheoretisch arbeitender Philosoph, Keith Lehrer, hat mal mit wahrscheinlichkeitstheoretischen Instrumenten dieses versucht genauer zu analysieren. Und da gibt es unterdessen Nachfolgestudien. Also da kann man sich sehr genau die Dinge überlegen, wie diese Wissensdynamik überhaupt in Gang kommen kann, welche Voraussetzungen sie hat. Das ist keine ganz triviale Angelegenheit. Und mir scheint, dass diese Dynamik unter den Bedingungen der zeitgenössischen Informationstechnologien herausgefordert ist wie noch nie. Warum herausgefordert wie noch nie? Weil sich in früheren Jahrhunderten verschiedene Institutionen des Gatekeepings herausentwickelt haben. Zum Teil in komplexen, über Jahrzehnte währende oder vielleicht sogar Jahrhunderte währenden Prozessen, auch blutigen Konflikten. Um ein Beispiel zu nennen. Eine wichtige Gatekeeping-Funktion hatte der katholische Klerus. Also jetzt mal katholische Klerus, Katholos, alles umgreifend, so gemeint, dass man davon auch sprechen kann, bevor es die protestantischen Abspaltungen gab. Das heißt, dieser Klerus hat für sich in Anspruch genommen, das letzte Kriterium des Wissbaren und des zulässig Wissbaren, auch der zulässigen Überzeugung, formulieren zu können. Im Zweifelsfall war der Vorwurf Häresie. Das ist eine Blutspur in der Geschichte der christlichen Kirche in Europa. Diese Galileo Galilei und so weiter, Giordano Bruno, kann eine lange Liste hier nennen, Abelard und so weiter. Und das Entscheidende war jetzt, und das ist Konstitutionsbedingung der Moderne, dass diese Gatekeeping-Funktion niedergerissen wurde, am Ende niedergerissen wurde, in mehr oder weniger harter Form. Bei Thomas Hobbes klingt das dann zum Beispiel so, die Kirchen haben sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern, der Staat ist eine andere Angelegenheit, Wissenschaft und Handel werden aufblühen, wenn es die Friedensordnung gibt, durch die Gewaltmittel, die in einer Hand versammelt sind. Die Kirchen dürfen sich da nicht einmischen, sonst ist diese Friedensordnung in Gefahr. Die Kirchen haben das damals als Häresie empfunden und Thomas Hobbes war sein Leben lang auf der Flucht aus politischen und aus Gründen der religiösen oder klerikalen Verfolgung. Und es ist eine gewisse
schöne Ironie, dass dieser Mensch, der geboren ist in Angst und Schrecken des 30-jährigen Krieges, der Konfessionskriege in Europa, der gesagt hat, das ist meine Hebamme, ist gewissermaßen Angst und Schrecken, der verfolgt war sein ganzes Leben, mal so locker 91 Jahre alt geworden ist und damit und bis zuletzt sehr produktiv gearbeitet hat und damit auch eine zentrale These des soeben verstorbenen Frank Schirmacher, nicht nur er, sondern viele andere, Platon und so weiter, Isokrates, widerlegt, nach der es völlig unnatürlich ist, dass Menschen älter als 40 Jahre werden in früheren Zeiten. Also Gatekeeping. Eine der Argumente der Euphoriker am Beginn des Internetzeitalters lautete, endlich sind wir Gatekeeping los. Endlich gibt es niemanden mehr, der in irgendeiner Weise präformiert, was ins öffentliche Bewusstsein tritt, was uns beschäftigt und so weiter. Jeder und jede Einzelne kann jetzt an einem großen Spiel, ja, des sich eine Meinung bildens teilhaben. Gleichberechtigt, das heißt auch gleich in der Fähigkeit, Einfluss zu nehmen auf diese Prozesse. Es war natürlich von Anfang an klar, dass das eine große Illusion sein muss. Einfach deswegen schon aus schlicht mathematischen Gründen. Wenn Sie mal überlegen, wie die Anzahl der möglichen Interaktionen zwischen Teilnehmern an solchen Diskursen in die Höhe geht, das sind so gigantische Zahlen, die dadurch entstehen, dass eine derart chaotisierte Kommunikation nicht funktionieren kann. Infolgedessen haben sich sehr rasch das herausgebildet, was man als halbwegs mathematisch gebildeter sofort vermuten musste, nämlich es haben sich Partialöffentlichkeiten etabliert mit zum Teil gemeinsamen Ethä, gemeinsamen Zielen, gemeinsamen Regeln, wie sie damit umgehen. Auch ein solches Großprojekt wie etwa Wikipedia ist durch und durch normativ verfasst. Das sind normative Regeln, wie man dort diskutiert, wie man Dinge belegen muss. Übrigens sehr stark getragen von einem realistischen Geist, bis schon zur Karikatur scheint mir das dort von der Vorstellung geprägt zu sein. Es gibt immer den Befund, der die These belegt, als wahr oder falsch erweist. Ja. Entsprechend bilden sich neue Formen der Strukturierung von Kommunikationen. Dagegen ist erstmal natürlich überhaupt nichts zu sagen. Was in den letzten Jahren immer deutlicher ins Bewusstsein getreten ist, dass diese neuen Formen der Strukturierung und auch des Gatekeeping zunehmend von kommerziellen Interessen imprägniert sind. Die Algorithmen, die die Google-Suchmaschinen verwenden, sind nicht nur der Wahrheitssuche verpflichtet, sondern offensichtlich auch kommerziellen Interessen. Die verschiedenen Funktionen, die ein Smartphone heute hat und denen man sich nur schwer entziehen kann, sind natürlich auch getrieben durch kommerzielle Interessen. Der NSA-Skandal ist insofern interessant, als er eigentlich das Bild konterkariert, das jahrzehntelang die Internettechnologie begleitet hat, nämlich dass wir jetzt in einer Welt leben, in der jede einzelne Person doch für sich entscheiden kann, was sie von sich, von ihren Überzeugungen, von ihren Beziehungen zu anderen preisgibt. Und in einer solchen Welt ist doch letztlich jeder für sich selbst verantwortlich und die Dinge sind dann in bester Ordnung. Der NSA-Skandal oder die Tatsache, dass diese massive Kontrolle von Kommunikation durch einen US-amerikanischen Geheimdienst mit Milliarden US-Dollar jährlich ausgestattet, eine solche gewaltigen Aufschrei mit sich gebracht hat, zeigt, dass eine Illusion begleitend zu dieser sozusagen Vorstellung von neuer internetgestützter Kommunikation sich gebildet hatte, nämlich die, dass diese Form der Selbstkontrolle ausreicht, um Missbrauch zu verhindern. Mich hat merkwürdig berührt, dass die ganze Debatte um WikiLeaks, also Assange und jetzt natürlich irgendwo auch damit zusammenhängend Snowden, aber dieser ursprüngliche Skandal, hatte da seinen Ausgangspunkt genommen, dass Dinge, die geheim waren, auf einmal öffentlich wurden. Die Kritiker haben das so interpretiert, dass damit
auch die Schutzfunktion von Geheimhaltung gefährdet sei. Das war aber in meinen Augen nur vorgeschützt. In Wirklichkeit hat WikiLeaks gezeigt, dass wir eben nicht in einer Welt leben, in der die Demokratie bestimmte Grundprinzipien, die für sie konstitutiv sind, tatsächlich realisiert. Immanuel Kant hat 1795 in Zum ewigen Frieden als zentrales Kriterium eines Weltfriedensbundes die Publizität des Staates, nicht der Individuen, sondern des Staates formuliert. Publizität heißt, kein Staat darf mit einem anderen Staat Geheimverträge schließen. Die Idee des demokratischen Friedens, die sich 200 Jahre später als empirisch wahr herausgestellt hat, 200 Jahre später als empirisch wahr herausgestellt hat, von Doyle untersucht und bis heute nicht widerlegt, behauptet nicht, dass Demokratien oder Republiken keine Kriege führen, sondern dass Demokratien oder Republiken gegeneinander keine Kriege führen. Und das Argument, was in Zum ewigen Frieden 1795 angelegt ist, was man aber natürlich etwas konkretisieren muss, lautet, dass Demokratien von einem bestimmten Ethos getragen sind. Zu diesem Ethos gehört, dass die Regierungen jeweils im Auftrag der Bürgerschaft als Ganze agieren und deswegen ihr gesamtes Agieren jeweils dem Publizitätskriterium unterwerfen. Das heißt also, allen gleichermaßen zur Beurteilung vorlegen. Unter solchen Bedingungen ist es schwierig, Krieg gegen Republiken oder Demokratien zu führen. Ich vermenge jetzt diese beiden Termini, obwohl sie für Kant getrennt werden müssen. Aber sind, glaube ich, für unsere Zwecke in dem Fall jetzt durchaus zulässig, diese beiden Termini jetzt nicht sorgfältig auseinanderzuhalten. Weil dann gerechtfertigt werden muss, warum ein anderer Staat, der ebenfalls vom Kriterium der Publizität, aber nicht nur das, sondern von der Idee der Autonomie der Menschen bestimmt ist. Die Idee der Autonomie ist Grundlage des Contractus Originarius, die allgemeine Zustimmungsfähigkeit von Gesetzen bei Kant. Und deswegen ist in eine republikanische Ordnung, dass die öffentliche Zustimmung und die öffentliche Debatte mit eingebaut. Das heißt, wir würden einen anderen Staat mit der Drohung, einzelne ihrer Bürgerinnen und Bürger zu töten, angehen, obwohl wir ein gemeinsames Ethos haben, wie wir gemeinsam entscheiden, am Prinzip der Autonomie orientiert und politisch am Publizitätskriterium. Das ist in Nuze die Rechtfertigung der Theorie des demokratischen Friedens. Dieses merkwürdige Phänomen, was den Realismus, der jahrzehntelang dominiert hat, heute nicht mehr ganz so massiv dominiert, der internationalen Beziehungen, das ist jetzt ein ganz anderer Realismus als der, den ich vorher gemeint habe. Das ist die These, dass die internationale Ordnung ein Naturzustand sei, in der jeder Akteur, sprich jeder Staat, seine eigenen Interessen verfolgt und keine moralischen oder kulturellen Rücksichtnahmen kennt. Diese Theorie ist mit der Bestätigung der kantischen Theorie des demokratischen Friedens widerlegt. Zurück zu WikiLeaks. Was WikiLeaks gezeigt hat, ist, das Publizitätskriterium ist de facto nicht erfüllt. Das ist der eigentliche Skandal. Ja, die haben das vielleicht ein bisschen ungeschickt gemacht und so, aber das ist der eigentlich interessante Skandal. Stellt sich nämlich bei der Lektüre dieser Depeschen heraus, dass die Öffentlichkeit nicht dann und wann, sondern tausendfach und systematisch in die Irre geführt wird. Depeschen zwischen US-amerikanischen Botschaftern in arabischen Ländern, die sagen, es gibt ein großes Interesse daran, dass also zum Beispiel der Iran mit militärischen Optionen konfrontiert wird und eingeschüchtert wird. Das ist ein Interesse, was unsere arabischen Freunde, Saudi-Arabien und so weiter, vertreten, während offiziell ja, auf den Kongressen im Nahen Osten genau das Gegenteil behauptet wird und die US-amerikanische Regierung das Gegenteil behauptete, unter anderem regelmäßig davor warb, mit der türkischen Regierung zusammenzuarbeiten, die Türkei in die EU aufzunehmen
und so weiter und so weiter, während der dortige Botschafter berichtete, dass die Türkei auf dem Weg ist, zu einem islamischen Staat oder islamistischen Staat zu werden. Also das ist der eigentliche Skandal gewesen. Das Publizitätskriterium ist in der Außenpolitik jedenfalls der USA und in ähnlicher, wenn nicht ganz so drastischer Weise, auch in Frankreich, in Großbritannien, auch in Deutschland nicht erfüllt. Damit ist der demokratische Friede gefährdet. Und Assange hat einen interessanten Hintergrund. Assange ist hervorgegangen mit vielen seiner Mitstreiter aus einer Bewegung, die sich damals ganz in ihren Ursprüngen Krypto-Anarchisten genannt haben. Das war eine Bewegung nicht, die sich die heimliche Anarchisten waren, so könnte man sie ja missverstehen, ja, sondern das war eine Bewegung, die nicht wollte, dass die Internetkommunikation mitgelesen werden kann und die deswegen eben zur Verschlüsselung gegriffen haben. Und das ist jetzt unterdessen wieder sehr aktuell geworden, unterschiedliche Verschlüsselungssysteme, um zu verhindern, dass eben die Internetkommunikation öffentlich ist. Was schließen wir daraus? Daraus schließen wir insbesondere, dass die liebgewordene Feuilleton-Darstellung des Ethos des Internet, des Ethos der neuen Informationstechnologie, nämlich die vermeintliche Bereitschaft zu umfassender Transparenz und zur Auflösung der Trennung von privat und öffentlich, eine Chimäre ist. Dem ist nicht so. Sondern gerade die Avantgarde der Internetaktivisten wollten genau das Gegenteil. Nämlich verhindern, dass die privaten Kommunikationen von großen Konzernen oder gar von Regierungen und Geheimdiensten kontrolliert werden können. Die Vorstellung, dass das Internet eine Technologie ist, die die alte Unterscheidung zwischen öffentlich und privat obsolet machen würde, die schöne neue Welt, in der alle ihre privatesten Angelegenheiten öffentlich machen, ist eine Chimäre. Das entspricht nicht der Realität. Und das bringt uns jetzt zu der Frage, was für eine ethische und dann politische Schlussfolgerung sich daraus ergibt. Ich nenne drei ethische Aspekte. Der erste ist, den kann ich ganz kurz machen, da braucht man hier, glaube ich, nicht viel sagen, das ist der Inklusion. Demokratische Gesellschaften leben von der Idee der Inklusion. In meinen Augen hat diese Idee niemand schöner formuliert als John Dewey in Democracy and Education. Nämlich die Vorstellung, dass die staatlichen Bildungsangebote dergestalt sein müssen, dass alle an den für den die Gemeinschaft, für die politische Gemeinschaft wesentlichen Fragestellungen und Diskursen, das ist nicht ein Ausdruck von Dewey, mitwirken können, sich eine Meinung bilden können, was auch die Wissenschaft herausfordert, weil sie muss so formulieren können, dass sie verstanden wird. Also erste Forderung, Inklusion. Anders kann eine Demokratie nicht funktionieren. Ich habe vor ein paar Jahren auf einem Kongress dafür argumentiert, dass der Zugang zum Internet unterdessen ein Menschenrecht ist. Nicht etwa, weil das immer schon im Menschenrechtskodex sozusagen latent vorhanden gewesen wäre, sondern in dem gleichen Sinne, wie zum Beispiel bestimmte soziale Minimalrechte unterdessen zum Menschenrecht geworden sind, weil der Ausschluss von diesen Individualrechten den Menschen, die jeweilige Person, aus der Gemeinschaft ausschließt. Also der Zugang zum Internet hängt von einer kulturell-empirischen Frage ab, nämlich welche Rolle spielt das Internet. Wenn diese Rolle unterdessen in weiten Bereichen der Welt so weit gediehen ist, dass sie Vorbedingung ist für die Teilhabe an wesentlichen kommunikativen Prozessen und interaktiven Prozessen generell, dann wird die Teilhabe zum Menschenrecht. Die These des Digital Gap, die lange Zeit eine gewisse Attraktivität hatte, wird heute so nicht mehr vertreten, weil doch die Entwicklung ziemlich eindeutig ist. Das heißt, auch in den ärmeren Regionen der Welt breitet sich rasant die Internetkommunikation aus. Es ist nur noch eine Frage von Jahren, bis dieser Zugang eben dann doch mit wenigen Ausnahmen
relativ inklusiv sein wird. Zweiter ethischer Aspekt. Es gibt drei weithin unumstritten, oder sagen wir mal, zwei davon sind weithin unumstritten, ne? Konstitutive Bedingungen von gelingender Kommunikation. Das ist noch nicht von irgendwelchen Moralisten in die Welt gesetzt worden, sondern von ganz handfesten analytischen Philosophen mit bedeutungstheoretischen, mit semantischen Argumenten. Das ist die sogenannte intentionalistische Semantik, Greis, Louis Binet, insbesondere David Lewis hat da einen wesentlichen Beitrag geleistet mit einem Aufsatz Ende der 70er Jahre, 1970er Jahre, Language and Languages, und vorausgegangen mit einem Buch Convention. Dort hat er gesagt, dass die Bedeutung von Termen, die wir nutzen in der Kommunikation, nicht stabil wäre, wenn nicht zwei Grundbedingungen normalerweise erfüllt sind oder in hohem Maße erfüllt sind, nämlich einmal Truthfulness, Wahrhaftigkeit, und zum anderen Trust. Gemeint ist, wenn Menschen etwas behaupten, sind sie selbst davon überzeugt, dass es sich so verhält, muss nicht besagen, dass das dann auch wahr ist. Und wenn ich jemanden etwas behaupten höre, gehe ich davon aus, dass die Person von dem, was sie sagt, selbst überzeugt ist. Trust. Wenn diese beiden Bedingungen regelmäßig, systematisch verletzt werden, dann passiert viel mehr als nur die eine oder andere Irritation, dass die Leute sich ärgern oder sonst was. Sondern dann lässt sich die Bedeutung der verwendeten Ausdrücke nicht mehr stabil halten. Dann verändert sich die Bedeutung mit den kommunikativen Akten. Insofern muss man sich immer darüber im Klaren sein, dass eine ironische Sprache in einem ganz präzisen Sinne parasitär ist. Sie funktioniert, aber nur solange das Gros der Kommunikation nicht ironisch ist. Wenn das Gros der Kommunikation ironisch ist, gibt es keine Ironie mehr. Ja? Oder im Grunde ein uraltes Argument von Immanuel Kant: Wenn die Leute regelmäßig lügnerische Versprechen geben, dann ist nicht nur ein Problem da, möglicherweise, sondern dann gibt es die Institution des Versprechens nicht mehr. Ja? Das, die Institution des Versprechens verschwindet damit. Ja? Also zwei Bedingungen. Dritte Bedingung kommt hinzu, nämlich die Realitätshaltigkeit von Äußerungen, die sich auf die Welt beziehen. Das kann man sehr schön übertragen, auch auf Imperative, auf Normen und so weiter. Das will ich aber hier jetzt nicht tun. Diese drei Postulate sind keineswegs selbstverständlich. Sie werden oft genug nicht eingehalten. Die Frage ist, unter welchen kommunikativen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit wächst oder sinkt, dass diese eingehalten bzw. verletzt werden. Und dazu kann man ein bisschen was sagen. Umso dichter die kommunikativen Interaktionen sind, umso mehr Face-to-Face-Kommunikation stattfindet, umso genauer ich jeweils weiß, wer Urheber einer bestimmten These, Auffassung, was auch immer ist, umso stärker es ein Feedback gibt von Person zu Person. Das kann sehr komplex sein, weil sehr viele Personen möglicherweise beteiligt sind. Umso eher konvergiert mein Interesse an Kooperation, Interaktion, Kommunikation mit der Einhaltung dieser drei Regeln. Es ist so ein generelles Prinzip. Überall dort, wo die sozialen Interaktionen dicht sind und umso dichter sie sind, umso eher konvergiert Eigeninteresse und, naja, Regelkonformität. Zum Beispiel Regeln Wahrhaftigkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit. Deswegen ist auch der Staat, das Strafrecht dort relativ zurückhaltend. Überall dort, wo die Interaktionen fragiler werden, punktueller werden, die Urheberschaft möglicherweise nicht mehr bekannt ist, umso leichter erodieren diese Prinzipien oder lösen sich am Ende auf. Es gibt noch einen dritten Aspekt, nämlich dann, wenn die Kommunikationen, die kommunikativen Akte selbst eingebettet werden. Das klingt jetzt etwas nach Habermas. Ich bin mit Habermas in manchem da nicht einig, aber in dem Punkt bin ich einig. Eingebettet in größere strategische Projekte, zum Beispiel dem strategischen Projekt bei der nächsten Bundestagswahl mehr Stimmen zu bekommen oder so. Die Instrumentalisierung von Kommunikation führt zu einer Erosion ihrer konstitutiven Voraussetzungen. Ein Teil von Bundestagsdebatten ist keine echte Kommunikation mehr, sondern etwas anderes. Man erfährt gewissermaßen die Interessenlagen einzelner Beteiligten. Das ist
Gottlob nicht immer der Fall und oft genug gibt es ernsthafte Debatten, aber oft ist es der Fall. Also das sind die Gefährdungen der Prinzipien, die Kommunikation das ermöglichen. Jetzt die Frage, gilt da etwas für die Internettechnologie? Ja oder nein? Und wenn ja, in welchem Umfang? Ich glaube, da muss man sehr differenziert hinschauen. So die einfache, sozusagen technophobe oder eben apokalyptische Vision, die sagt, mit der Internettechnologie sind ja all die Bedingungen nicht mehr erfüllt für die hohe Konformität mit den kommunikationskonstitutiven Grundregeln, Wahrhaftigkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit, die geht ins Leere. Beispiel sind Social Media. Nicht alle Aspekte der Social Media, aber ein Aspekt der Social Media ist, dass sich Personen dort zu einem großen Prozentsatz jedenfalls mit Klarnamen, mit einer, naja, vielleicht geschönten, aber irgendwie biografischen Informationen präsentieren, dass sie ansprechbar sind, dass es ein Feedback gibt, dass es insofern eine, wenn auch übers Internet vermittelte, Face-to-Face-Kommunikation ist. Auf vielen Foren ist das nicht der Fall. Da weiß ich nicht, mit wem ich es zu tun habe. Ich weiß nicht, ob Männlein oder Weiblein. Ich weiß nicht, welchen Interessen jetzt die jeweiligen Beleidigungen eigentlich dienen sollen. Ich weiß nicht, wie ich mich gegen diese Beleidigungen zur Wehr setzen soll. Dort führt ganz offenkundig die Anonymisierung und der Rückgang eben von Face-to-Face-Kommunikation, die Punktualität der Interaktion zu einer Auflösung der konstitutiven Bedingungen von Kommunikation. Das heißt, es erodiert am Ende echte Kommunikation. Sie findet dann nicht mehr statt. Typischerweise reagieren dann die Betroffenen durch Abbruch der Kommunikation. Ja, man lässt sich genau einmal beschimpfen, aber nicht zweimal. Ja. Weil dann ist die Kommunikation an der Stelle abgebrochen. Ich weiß gar nicht, was der will von mir. Ja. Also ich würde sagen, ambivalent. Internettechnologie ist ambivalent hinsichtlich dieser Frage. Es bilden sich partikulare Kommunikationsformen heraus, neue Ethä, Plural von Ethos, ja, neue Ethä, die zum Teil sehr präzise gefasst sind, zum Teil vage sind und im Fluss sind. Ich hatte vorher Wikipedia genannt, das ist ein relativ explizites Ethos. Aber in allen möglichen Communities entstehen eigene Ethä. Ja. Und dieses Ringen um den Ethosgehalt der jeweiligen Kommunikation zeigt zweierlei. Einmal, wie wichtig Ethos für Kommunikation ist. Und zum anderen, dass doch sehr viele, wenn nicht die allermeisten, auch der Teilnehmer von Internetkommunikationen daran interessiert sind, dass Kommunikation funktional bleibt, dass sie nicht zu etwas anderem mutiert, was mit Kommunikation nichts zu tun hat. So, jetzt will ich noch zum Abschluss noch ein paar politische Aspekte wenigstens angesprochen haben. Und zwar einmal der demokratietheoretische. Man kann es sich folgendermaßen klar machen. Also man nehme mal die vier wichtigsten Paradigmen von Demokratie. Das erste Paradigma ist das eines kollektiven Akteurs, der konstituiert ist durch Mehrheitsentscheidungen. Das ist eigentlich Demokratie, der kollektive Akteur. Zum Zweiten, die bei uns in Deutschland mit dem Namen Habermas, in den USA mehr mit dem Namen zum Beispiel Henry Richardson und anderen verbundene Konzeption der Demokratie als Forum oder als Agora, als eine Plattform gewissermaßen oder eben ein Forum, auf dem verschiedene Projekte vorgestellt, Argumente für und gegen vorgetragen werden, eine Debatte darüber gibt, medial vermittelt und dann am Ende eine Meinungsbildung stattfindet, die Demokratie trägt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es eine solche Gemeinsamkeit gibt, ein solches Forum, was sich eben an einen großen Kreis richtet. Forum. Drittens, Gemeinschaft. Das war immer schon die kommunitaristische, bevor es den Begriff gab, Gegenbewegung, etwa von Hegel und anderen, zu sagen, nein, nein, die eigentliche Grundlage aller Politik, von Demokratie redet Hegel natürlich nicht, ist immer die Gemeinschaftsbildung, die Gemeinschaftszugehörigkeit, die sich über die Zeiten hindurchhält und die bestimmte Werte hervorbringt oder meine moralische Person, denken Sie an zeitgenössischen Hegelianer wie Charles Taylor, konstituiert. Es werden Interessen gegeneinander abgewogen, werden ausgehandelt. Lobbys sind für diese Sichtweise absolut legitim, ja notwendig, um diesen Aushandlungsprozess voranzutreiben. Und am Ende kommt es eben zu einem Kompromiss. Was sonst sollte Demokratie sein?
Am Ende kann man vielleicht noch alle 4 oder 5 Jahre darüber abstimmen, ob die Gesamtrichtung dieses Bargaining-Prozesses stimmt oder nicht stimmt und man das durch einen anderen Modus ersetzen sollte. Nehmen Sie jetzt diese 4 Paradigmen: kollektiver Akteur, Forum, Gemeinschaft und Markt. 4 Paradigmen von Demokratie. Da kann man sagen, dass die Internetkommunikation, die neuen Informationstechnologien sehr gut verträglich sind mit dem Letztgenannten, mit dem Bargaining-Modell. Ich könnte sagen, mit den Möglichkeiten zu kommunizieren, sich auszutauschen, sich eine Meinung zu bilden, auch in partikularen Öffentlichkeiten, ist dieser Bargaining-Prozess differenzierter geworden. Es kommen eben noch andere Stimmen zu Wort, die vorher keine Chance hatten. Stichwort Gatekeeping. Problem dabei ist, dass jedenfalls bislang es die Internetkommunikation bemerkenswert schwer hat, auf die Ebene zu kommen, die dann wirklich politisch wirksam wird. Ich habe vor kurzem Gespräche gehabt, mehrere Gespräche mit Redaktionschefs deutscher Zeitungen, Zeitschriften, auch ZDF und so weiter. Und da war unisono die Irritation deutlich zu spüren, dass im Falle des Ukraine-Konflikts das, was fast alle Leitmedien vom Spiegel bis zum ZDF oder Süddeutsche Zeitung vertreten, offenbar sich in der Internetkommunikation nicht abbildet. Und das kann jetzt nun kaum eine Marketingstrategie von Putin sein, dass sich das im deutschen Internetkommunikation nicht abbildet, sondern die Frage ist, warum? Wie kann es sein? Und da gibt es nun alle möglichen Theorien dazu, wie es zu dieser Diskrepanz gekommen sein mag. Vor kurzem gab es eine Umfrage, ob die Maßnahmen gegenüber Russland verschärft werden sollten, für die fast alle Leitmedien plädieren. Die Stimmen sind etwas zurückhaltender geworden als am Anfang. Und 9% der deutschen Bevölkerung befürworten dieses. Das ist schon eine bemerkenswerte Diskrepanz. Und da ist vielleicht mal ein Beispiel dafür, ich nenne jetzt keine Namen, dass einflussreiche Chefredakteure dann sagen oder auch Herausgeber sagen, also wir müssen vielleicht da doch von unserem Kurs etwas abgehen und mehr Raum geben für diese Stimmen, die sich da bislang nicht abgebildet haben, um nicht da völlig abzusaufen, gewissermaßen gegenüber einem starken Meinungstrend, der sich in der Internetkommunikation, aber nicht in den Printmedien und nicht im Fernsehen abbildet. Also Bargaining-Modell, bestens kompatibel. Das kommunitaristische Modell, bestens kompatibel. Ja? Das kommunitaristische Modell besagt ja, es bilden sich Gemeinschaften und diese Gemeinschaften tragen die Demokratie und es gibt unterschiedliche Gemeinschaften, die müssen das aushandeln miteinander. Demokratie gewissermaßen als Modus vivendi unterschiedlicher Gemeinschaften, pluralistische Fassung von Kommunitarismus oder zu aller Michael Wolzer und anderen. Ja, wunderbar. Die Internetkommunikation ermöglicht die Bildung neuer Gemeinschaften, die es vorher vielleicht in Nuze schon gegeben hat, aber die jetzt erst ihre Stärke jeweils einschätzen können durch Gruppenbildungen, wer da mitmacht und so weiter. Also auch hier eine gute Kompatibilität. Wenn man allerdings die ersten beiden, Demokratie als demokratisch konstituierter kollektiver Akteur und Demokratie als Forum, oder Agora oder Deliberation, in den Blick nimmt, wird es schwieriger. Ich beginne mal mit dem zweiten, als Forum. Forum setzt voraus, es gibt eine gemeinsame Öffentlichkeit, die alle einschließt. Dies ist nicht nur durch die Privatisierung des Fernsehens gebrochen worden, ganz offenkundig gebrochen worden, sondern die ist natürlich erst recht gebrochen worden durch die Veränderungen von Kommunikationsgewohnheiten. Immer noch sind die Stundenzahlen beeindruckend, die junge und ältere Leute täglich vorm Fernsehen verbringen. Manchmal, wenn mich irgendjemand fragt, sag mal, wie schaffst du das alles, sage ich, ich spare mir 3,5 Stunden, die andere vorm Fernseher sitzen. Und wenn man dann noch die Stunden, die natürlich sich zum Teil überlappen, das ist mir schon klar, in denen Leute also, sagen wir mal, Social-Media-Aktivitäten entfalten oder sonstige Internetaktivitäten hinzunimmt, dann entstehen ja gewaltige tägliche Stundendauern von 5, 5,5 Stunden und mehr, in denen diese beiden Medien also eine Rolle spielen, wobei ich ein bisschen skeptisch bin, ob diese Zahlen wirklich so ganz zuverlässig sind.
Aber gut, dann kann man sagen, dass in diesen beiden Medien die Agora-Funktion öffentlicher Meinungsbildung massiv zurückgegangen ist. Es gibt nicht die großen Debatten, an denen praktisch die gesamte politisch halbwegs interessierte Bevölkerung teilhat und sich am Ende eine Meinung bildet, wie hier ist die legendäre Sendung in Deutschland von Ernst Höfer, der Frühschoppen zum Beispiel. Ja, wann war das? Sonntagvormittag oder was? Nur hier ist niemand mehr in dem Alter, der sich daran erinnert, und bei mir ist es auch schon eine Jugenderinnerung. Also das gibt es eben alles nicht mehr, und das kann man nun sagen, das ist ja auch Nostalgie, das wird es auch nie mehr geben, völlig klar. Aber damit entsteht ein Demokratieproblem. Die Leute sind einfach nicht mehr informiert, was vor sich geht. Ganz einfach. Cameron, der britische Premier, hat heute einen Artikel in der Süddeutschen geschrieben, der von Zynismus trieft. Man muss ihn mal sauber lesen, ob er das selber geschrieben hat oder sein Pressemitarbeiter, das haben wir dahingestellt. Und eine dieser Zynismen ist, naja, die Leute interessieren sich nicht wirklich für die Wahl des Kommissionspräsidenten, sondern natürlich für das Ergebnis der Fußball-Weltmeisterschaft. Deswegen können wir ja da machen, was wir wollen, und wir müssen uns sowieso nicht nach den Volksmeinungen richten. Das ist so ein bisschen die Botschaft. Ich glaube nicht, dass Cameron recht hat, aber er hatte jedenfalls in der Hinsicht recht, dass unterdessen die Zahl der Personen, die überhaupt Grundkenntnisse haben über das, was nun gerade politisch verhandelt wird, messbar massiv zurückgegangen ist. Interessanterweise gibt es zur gleichen Zeit sozusagen Gegentrend einer Repolitisierung, gerade unter Jüngeren, in der Internetkommunikation, die aber politisch selten wirklich sich dann am Ende als relevant herausstellt oder wirksam herausstellt. Also auch hier eine hohe Ambivalenz. Aber diese Partikularisierung der Kommunikationsstrukturen, nicht erst mit dem Internetzeitalter begonnen, sondern lange vorher, insbesondere Privatisierung des Fernsehens und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks natürlich, das ist auffällig und gefährdet die deliberative Basis von Demokratie, wenn man die für wichtig hält. Und das letzte Beispiel, das letzte Paradigma, das ich vorher am Anfang genannt habe, nämlich der kollektive Akteur, der hat es besonders in sich. Eine hoffnungsvolle junge Bewegung, irgendwo so zwischen linksliberal und linkslibertär mit sozialen Einsprengseln, die entstanden ist aus dem Unmut Jüngerer, dass seit Neuestem die Urheberrechte von Künstlern Schwierigkeiten bereiten bei der Freiheit des Downloads, also die Piraten, sind in relativ kurzer Frist wieder gescheitert. Warum eigentlich? Einige hier wissen, warum ich der Meinung bin, dass sie gescheitert sind, weil sie das Error-Theorem nicht kennen. Das Error-Theorem, Kenneth Arrow, Anfang der 1960er Jahre, beinhaltet Folgendes: dass es nicht möglich ist, elementare, geradezu triviale Bedingungen kollektiver Rationalität simultan durch ein Aggregationsverfahren, durch ein kollektives Entscheidungsverfahren zu erfüllen. Die Problematik dieses Error-Theorems ist umso dramatischer, umso mehr Entscheidungsbeteiligte und umso mehr Alternativen es gibt. Die Wahrscheinlichkeit sogenannter kollektiver zyklischer Präferenzen steigt monoton an mit der Anzahl der Entscheidungsbeteiligten und der Anzahl der Alternativen. Daher muss Liquid Democracy, mathematisch bewiesen 1963, nicht sehr schön bewiesen, im Übrigen hat trotzdem Nobelpreis dafür bekommen, aber es hat große Lücken, dieser Beweis, kann nicht funktionieren. Punkt. Kann nicht funktionieren. Es ist logisch ausgeschlossen, dass es funktioniert. Und das haben fast alle Bewegungen seit dem 19. Jahrhundert, neuen politischen Bewegungen, schmerzhaft erfahren müssen. Die kannten natürlich auch kein Error-Theorem, aber sie haben das in der Praxis am eigenen Leibe erfahren. Jede dieser neuen Bewegungen war erstmal basisdemokratisch. Was haben die Grünen für einen schmerzhaften Wandlungsprozess hinter sich bringen müssen, über eigentlich Jahrzehnte, bis sie merkten, hoppla, es funktioniert nicht basisdemokratisch. Das Problem ist Error. Das Problem ist, dass bei einer Vielzahl von Entscheidungsbeteiligten, einer Vielzahl von Alternativen, die Dinge chaotisch werden müssen. Und diese Chaotisierung dazu führt, dass die Ergebnisse kollektiver Entscheidungsverfahren
willkürlich werden oder, wie die Entscheidungstheoretiker das gerne nennen, pfadabhängig werden. Es kommt also nicht mehr auf die Präferenzen der Beteiligten an, sondern es kommt davon ab, welches Prozedere der Meinungsbildung dann eingeschlagen wird. Da überlappt sich das Error-Theorem noch mit einem anderen Theorem von Kibert-Zetterswhite, was Mitte der 1970er Jahre bewiesen wurde, von diesen beiden unabhängig voneinander, Alan Gibbard und eben dem Philosophen Gibbard und dem Ökonomen Zetterswhite. Und damit können diese Universalisierungen, so sympathisch sie erstmal erscheinen, des demokratischen Prinzips nicht funktionieren. Das ist aber natürlich ein schwerer Rückschlag für alle, sagen wir mal, idealistischen Vorstellungen von demokratischer Entscheidungsfindung. Im Falle der Piraten, um dabei nochmal kurz zu bleiben, ist auffällig gewesen, dass die Art und Weise, wie dort das Ethos der Entscheidungsfindung beschrieben wurde, bei allen Rüpeleien untereinander und auch Mobbingvorgängen, die ja sehr bitter waren, insbesondere weil die Beteiligten wahrscheinlich noch nicht so abgebrüht waren wie jahrzehntelange Berufspolitiker, dass diese doch getragen war von einem Ethos der Wahrhaftigkeit und des Vertrauens und sogar der Verlässlichkeit. Das heißt, wir wollen wirklich, da haben dann so alte Zyniker aus der 68er-Bewegung immer gesagt, na, was wollen denn die Kids jetzt hier, wie kann man nur so naiv sein, mir war das sehr sympathisch. Wir wollen herausbekommen, wie es sich wirklich verhält und jeder bringt seine Argumente vor und dann wägen wir die Argumente ab und dann entscheiden wir aufgrund der Argumente. Ist auch super, es geht um Wahrheit und nicht um Interessen. Das war ja richtig Schlagwort. Geht um Wahrheit und nicht um Interessen. Ja, wunderbar. Nur leider, es hat nicht funktioniert und das ist kein Zufall und kein zufälliges Versagen, sondern es hängt mit dem Modus zusammen einer Entscheidungsfindung, die große Zahlen von Entscheidungsbeteiligten, große Zahlen von Alternativen und dann auch noch Minimalbedingungen von Demokratie, Stichwort Liquid Democracy, einschließt. Diese Illusion ist nicht gestorben, taucht immer wieder auf, unabhängig jetzt vom Untergang dieser neu gegründeten Partei. Man muss sich von dieser Illusion gründlich verabschieden. Auch das Internet kann nicht gegen diese logischen Zusammenhänge verstoßen. So, das waren jetzt ein paar ethische und zum Schluss politische Aspekte von Internetkommunikation. Und ich möchte das ein bisschen an den Anfang anknüpfend folgendermaßen abschließen, jetzt nochmal sehr philosophisch werdend. Wenn es so wäre, dass die Art und Weise der menschlichen Kommunikation die Grundprinzipien, auf denen unsere Verständigung beruht, jeweils neu etabliert werden müssten oder jedenfalls könnten mit jeder technischen oder auch kulturellen, ökonomischen und so weiter Veränderung. Dann in der Tat wäre es völlig rätselhaft, wie wir über die Zeiten und die Kulturen hinweg uns überhaupt verständigen können und kommunizieren können. Es ist ja das eigentlich Erstaunliche, das ist auch das Interessante an dem Lernen einer Fremdsprache. Es gibt eine Grenze der Übersetzbarkeit von der einen Sprache in die andere. Ja, gibt auch vieles Philosophisches dazu zu sagen. Das hängt mit den unterschiedlichen Praktiken, die diese Verwendung der Ausdrücke tragen, zusammen, die nicht einfach eins zu eins übersetzbar sind, weil diese Praktiken sich unterscheiden von Kultur zu Kultur, auch von Partikularkultur zu Partikularkultur. Da gibt es ein Spannungsverhältnis. Und dennoch ist es möglich, sich interkulturell, interlingual, Übersetzungsproblematik, auch über die Epochen hinweg zu kommunizieren. Uns ist es offenkundig möglich, mit einiger Anstrengung der Auslegung, Texte, die 2500 Jahre alt sind, zu lesen, zu interpretieren, zu verstehen. Sonst bräuchten wir ja gar nicht anfangen mit Platon und Aristoteles. Das setzt voraus, dass es neben allem, was veränderlich ist, einen Kernbestand gibt von Dingen, die nicht veränderlich sind, die eine relative Invarianz, relativ, ist alles graduell, aufweisen. Nennen wir das die Conditio Humana. Zu
Zu dieser Conditio Humana gehört, dass Menschen in der Lage sind, Intentionen anderer zu erfassen und dass unser Kommunikationsverhalten am besten so interpretiert wird, dass ich versuche, mit bestimmten Äußerungen, mit mehr oder weniger konventionell festgelegter Bedeutung, meine Absichten, die ich verfolge, gegenüber einem Adressaten dieser Äußerung verständlich zu machen. Gründe zu geben, Überzeugungen zu haben oder Entscheidungen zu treffen. Dieses Spiel des Begründens scheint mir in seinen Grundstrukturen relativ invariant zu sein, sich über die Zeiten und Kulturen und technischen Brüche hinweg nicht zu verändern. Die Rahmenbedingungen ändern sich und insofern muss das immer wieder neu angepasst werden und man muss sich überlegen, wie man die Essentialia gelingender Kommunikation bewahren kann unter veränderten Bedingungen. Das Internet ist in der Hinsicht kein Grund, sich von dieser Conditio Humana zu verabschieden. Im Gegenteil, man könnte sagen, dass Prinzipien des Humanismus, wie die des Respekts gegenüber dem Individuum, die Fähigkeit, sich ein Urteil zu bilden, eine gewisse Distanz zu haben gegenüber Manipulations- und Beeinflussungsversuchen, noch nie so aktuell waren wie heute. Dass also dieses Bild von humaner Konstitution, nicht nur von Kommunikation, sondern auch von Interaktion, von sozialem Zusammenhalt, eher aktueller ist als je zuvor. Okay, Dankeschön.